Servus Leute, heute reden wir mal über den Lightkeeper, insbesondere wie man zu ihm kommt, welche Quests man machen muss, dass man diesen Transmitter bekommt und was dann der Lightkeeper für Quests an sich gibt und natürlich was auf dieser Insel los ist rund um Zraki und die Wachen, was es da zu beachten gilt. Viel Spaß! Wer ist eigentlich der Lightkeeper? Angekündigt wurde als In-Raid-Trader. Im Moment ist er eigentlich bloß ein In-Raid-Questgeber für einen wirklichen High-End-Content. Also muss einiges auf sich nehmen, um zu ihm zu kommen, um auf diese Insel zu bekommen und dann auch Quests von ihm zu bekommen. Ich habe mir das alles freigespielt und ja, ein paar Quests für ihn erledigt. Und ich muss sagen, ist echt guter Content. Schade, dass da im Moment noch so wenig Leute hinkommen. Aber da reden wir gleich noch drüber und natürlich auch, was man für Quests machen muss. Er befindet sich sozusagen in einer Safe Zone am Leuchtturm auf Lighthouse und diese Safe Zone wird ja gesichert von Zraki und seinen zwei Begleitern. Das ist der Geschichte nach ein Kultistenboss und er liegt da und schießt auf jeden, der sich falsch verhält. Von daher, ja, es ist eine Safe Zone und das Ganze ist gesichert durch Minen am Übergang und diese Minen lassen sich bloß ja, umgehen, wenn man den Transmitter hat und diesen Transmitter muss man sich freiquesten. Und wie das geht, da reden wir jetzt gleich drüber. Die Questreihe rund um den Lightkeeper beginnt mit Network Provider von Mechanic und man muss dafür einige Voraussetzungen erfüllen, dass die freigeschaltet wird und die stehen hier auf dem Wiki, einfach nach der Quest Network Provider suchen und dann seht ihr hier die Requirements. Scav Karma von 2 ist nötig und Punisher Part 5, Bullshit, House Arrest, Cargo X, Peacekeeping Mission, Living High is not a Crime Part 2, The Blood of War Part 3, Plug of Shooter 7, Guns mit 15, Broadcast 2, Decontamination Service, Drug Trafficking, The Huntsman Path, Forest Cleaning. Das könnt ihr euch hier anschauen, welche Quests es genau sind. Es sind auf jeden Fall einige und man muss einiges gequestet haben, im Prinzip schon fast durch sein mit den Quests, dass man diese hier überhaupt bekommt. Dann geht's los mit Network Provider, dann kann man die annehmen. Da muss man als erstes mal hier 4 Wireless Signal Transmitter ihm übergeben und ein paar andere Electronic, hier Electronic Components, 4 Gas Analyzer, Broken G-Phones, alles von den Raid. Die Transmitter sind das Schwierige. Hebt die auf, wenn ihr die Quest machen wollt. Schaut euch das vorher an, was ihr alles braucht. Und dann geht es hier so weiter. Network Provider Part 2. Dann muss man den Retransmitter, diese Radio Repeater hier, viermal auf Lighthouse platzieren. Dann kommt Assessment Part 1 und das ist wirklich der Knackpunkt überhaupt. Die Quest ist wirklich ein bisschen frech. Und zwar muss man da 20 PMCs rund um den, ja, vor dem Übergang zum Lighthouse killen. Die Area ist schon relativ groß. Man sieht sie hier, da. Aber es ist sau schwierig und ich muss auch zugeben, ich habe das mit meinen Viewern gemacht. Ich habe die Quest gecheased, wie man so schön sagt. Aber es wäre auch ein bisschen langweilig geworden und ich fühle mit jedem, der die so machen muss. Dann geht's weiter mit Assessment Part 2. Da muss man schön auf Wutz ein bisschen was marken. Sehr angenehme Quest. Hin und wieder kommt auch sowas. Dann muss man den SJ1 Stim, SJ6 und SJ9, beziehungsweise hier in zweifach, achtfacher und zwanzigfacher Ausführung. Die ersten zwei kann man craften. Muss man finden für eine Mechanik und 10 Raider auf Labs töten. Also, denkt an den SJ9-Stim, den kann man eigentlich bloß im Black Keycard-Raum beziehungsweise von den Kultisten looten, vielleicht auch von Senator, bin ich mir nicht ganz sicher. Also, wenn ihr den habt, hebt den auf jeden Fall auf. Dann kommt Key to the Tower. Und da geht es dann schon in die Richtung, dass man diesen Transmitter langsam craftet. Hier immer 24 Stunden, ne, dazwischen, 24 Stunden after completion, müsst ihr immer warten. Man muss hier einfach ein bisschen was abgeben, Plexiglas, hier wieder ein Transmitter, LCD und man muss den Radio Transmitter Body auf Lighthouse finden. Der heißt, der hat 12 Spawns, die findet er hier unten. Ja, da könnt ihr euch das anschauen und dann müsst ihr da ein paar Mal rein und diesen Transmitter Body finden. Und dann geht es darum, dann diesen Transmitter zu craften. Beziehungsweise den Craft dann auch im Hideout zu unlocken, dass man den immer wieder herstellen kann. Und dann muss man check if the transmitter works. Man muss einmal in die Bridge laufen und dann getting acquainted. Dann muss man den Flash Drive wieder suchen. Der hat wieder so um die 12 Spawns auf Lighthouse. Und dann kann man diesen Transmitter dann craften. Also Reflash und dann kommen hier zwei. Einmal Information Source. Das ist die Quest direkt beim Lightkeeper. Also wenn man das hier hat, die Quest, wie heißt sie? Getting acquainted ist die Quest, die den Transmitter letzten Endes herstellt und dann kann man rüber. Dann kriegt man hier die Quest Information Source vom Lightkeeper und Top Secret kriegt man dann noch. Das ist eine von Skia, die ist erstmal nicht so interessant, hat auch keine Folgequest. Es geht dann hier beim Lightkeeper weiter. Dann muss man alle Vehicle Exits überleben und dann kommen immer wieder anspruchsvolle Quests, immer mit 24 Stunden Abstand. Könnt ihr euch hier so durchknicken. Ne? Dann muss man auf
Information Source, muss man auf Streets was finden und so weiter, ein Snatch. Es sind recht anspruchsvolle Quests. Man muss dann teilweise über ein paar Maps hier ein bisschen dies und das ablegen. Ich finde es echt gut. Ich finde es auch sehr angenehm, das bei ihm abzugeben und wieder anzunehmen und immer da auf die Insel rüber zu gehen, in die Safe Zone. Und ja, man muss hier ein paar, hier zum Beispiel 25 PMC Operatives um den Sniper Rock auf Woods. Es hat ein bisschen gedauert. Dann kommt die Quest Payback. Da muss man Gluha und 7 seiner Guards töten. Das heißt, man muss Gluha 2-mal finden, weil er hat bloß 6 Guards. Und dann 30 Enemies um den Kiba Store mit der Ash 12. Die habe ich gestern erledigt. Und Following the Breadcrumbs. Da bin ich gerade. Eliminate the Raiders. Das ist jetzt die nächste Quest für mich. Also ihr seht, es geht hier noch ein bisschen weiter. Spotter, Make an Impression, Trouble in Big City. Und sowas. Und dann war es das auch. Letzten Endes führt diese Questreihe zu nichts. Es ist einfach bloß, ja, Quests, die kaum jemand macht. Deshalb mache ich die. Man unlockt ein paar Crafts und sowas. Das wurde jetzt auch wieder geändert mit dem Ledex-Craft zum Beispiel. Aber es ist letzten Endes eher eine Machbarkeitsstudie, sag ich mal, von BSG, als dass das schon wirklich eine Questreihe ist mit Hand und Fuß. Reden wir gleich nochmal drüber, meine Gedanken dazu, wieso das noch nicht für die Allgemeinheit ja, zur Verfügung steht. Wie es sich genau verhält mit Schießen und Beschossen werden auf der Insel, konnte ich leider nicht genau testen. Im Koop-Modus bzw. im Offline-Modus funktioniert es nicht, dass Zraki spawnt und der Lightkeeper und der Transmitter steht immer auf Block. Das heißt, die Minen lösen aus, egal ob man ihn dabei hat oder nicht. Von daher kann man das leider nicht testen, beziehungsweise nur im Online-Raid. Und ich hatte es noch nie, dass ein anderer Spieler mit auf der Insel war. Es würde wahrscheinlich so laufen, man unterhält sich, weil es macht keinen Sinn. Man kann auf der Insel wohl schießen, aber es sollte auf jeden Fall nicht auszusehen in die Nähe von Zraki oder seinen Guards gehen, weil dann ist es ziemlich schnell vorbei. Die schießen auf einen, man verliert Zugang und man darf den Transmitter neu craften, was schon ein Haufen Aufwand ist. Und die Minen lösen natürlich auch wieder aus, ne? Ganz klar. Es ist wohl so, wenn man beschossen wird auf der Brücke, zum Beispiel, wenn man zurücklaufen kann, man locker zurückschießen. Das ist kein Problem. Die Frage ist halt, wie ist es, wenn man von außen hier in Richtung Insel schießt, ob Zraki und seine Kollegen dann auf einen schießen. Ich habe es einmal getestet am Anfang vom Vibe. Also wenn man einmal auf sie schießt und dann nochmal dieselbe Ecke piekt, dann hat man ziemlich schnell einen Headshot. Sie schießen extrem scharf und seitdem habe ich das auch gelassen. Man kann die drei farmen, das geht. Man kann sie wegsnipen, man kann auch die Minen buggen und also so sich langsam vortasten und die auslösen und dann hier rüber gehen. Lohnenswert, naja, sie haben halt ein bisschen Gear, meistens eine SVD, eine schöne, ja, die Kopfbedeckung oder was auch immer haben sie halt. Es ist nice to have, aber wirklich effizient ist es wahrscheinlich nicht und ich kann es keinem empfehlen. Macht lieber die Questline für einen Lightkeeper. Spaßeshalber kann man das natürlich mal probieren. Ich glaube, man könnte Gefahr laufen, also dass es irgendwie einen Bug gab, dass man dann keinen Zutritt mehr bekommt, beziehungsweise die Quest dann nicht weitergeht, wenn man Zraki getötet hat. Aber das weiß ich nicht, habe ich selber nie getestet. Das sind bloß so die Erfahrungen, die ich von anderen mitbekommen habe. Und ja, im Zweifelsfall einfach nicht schießen auf der Insel und am besten wolpt zusammen, wenn ihr jemanden trefft und geht zusammen raus. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Und man kann relativ easy von der Insel runterlaufen, einfach rechts am Strand entlang zum Southern Exit und dann läuft es auch. Das war die Zusammenfassung meiner Erfahrungen mit dem Lightkeeper und der Insel und was man da alles tun kann. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Einen Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.